Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Heute spiele ich mal Tower of Hell. Und ja, ich dachte mir, ich mache einfach mal so ein normales Tower of Hell Video, weil ich hatte gerade irgendwie Lust da drauf. Und ich habe auch eben ein Fashion Famous Video aufgenommen, aber das wurde leider nicht gespeichert. Also die Bildschirmaufnahme wurde nicht gespeichert. Aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ich spiele jetzt einfach dieses Spiel hier. Weil ich meine, Tower of Hell ist ja auch cool. Und ganz bestimmt wird auch, ja, vielleicht irgendwann mal noch ein Fashion Famous Video kommen. Also, ja, darauf könnt ihr dann euch auch schon freuen. Und ich versuche jetzt wieder mehr Videos zu machen. Ich weiß nicht, ich weiß, dass ich zurzeit so wenig Videos gemacht habe. Ich versuche auf jeden Fall viel, viel mehr Roblox-Videos zu machen. Übrigens tue ich gerade halt so vordrehen, sage ich mal. Also ich drehe Videos vor, dass ich halt viel auf Lage habe, nenne ich es einfach mal so. Und ja, das mache ich jetzt gerade auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das erste Mal vordrehe in meinem ganzen YouTube-Leben, sage ich einfach mal. Und ja, das ist dann mal was komplett Neues für mich, da ich irgendwie nie Videos vordrehe. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte nie die Motivation dazu, irgendwas so vorzudrehen. Nein, och Menno, egal, wir sind zumindest nicht ganz runtergeflogen. Also, ich habe keine Ahnung, warum ich nie vorgedreht habe, aber gerade habe ich irgendwie Lust dazu, denn ich möchte euch wieder mehr Roblox-Content bringen, weil, ja, ich weiß nicht, ob euch das andere so gefällt. Und, ja, genau, auf jeden Fall mache ich jetzt wieder mehr Roblox-Videos, yay! Darauf könnt ihr euch auch auf jeden Fall freuen. So, ich bin jetzt, ja, wieder hier. Ich springe einfach mal schnell hier rüber. Ich weiß nicht, ob ich hier runterfliegen werde. War doch irgendwie zu denken. Ach so, nein, nein, no way, nicht euer Ernst, Leute. Wir haben Schutz. Wir haben Schutz und ich merke das nicht. Ich habe es sogar vorher gesehen, bevor ich das Video gestartet habe, aber ich habe es vergessen. Yay, oh Mann, oh, das ist so verschwendete Zeit. Das war die ganze Zeit so verschwendete Zeit, weil ich aufs Laser geachtet habe. Sad. Egal, Leute. Egalo. So. Wir machen das jetzt einfach noch. Sprachen lernen. Bubble. Mach das jetzt einfach nochmal korrekt. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Video gehen wird. Ich hoffe mal etwas länger. Und ich hoffe, dass die Aufnahme dieses Mal nicht abbricht. Denn das war schon echt, echt, echt ärgerlich. Ich weiß nicht. Bitte, flieg nicht runter. Ich hasse es. Alter, nice. Nice, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und hopp, ich muss hier drauf. Ich schaffe das hier, glaube ich, nicht. Ich schaffe das nicht. Ich kann das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum, Leute. Ich würde sagen, dass ich jetzt noch die 2 Minuten hier versuche. Oder Moment, ich gehe, denke ich, im Pro Tower, weil, I don't know, ich möchte in den einfacheren Tower. Okay, Pro Tower ist nicht leichter, aber neue Stages und vielleicht, also andere Stages. Ja, nee. Es gibt übrigens neue Stages in Tower of Hell, habe ich gemerkt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die ist sogar neu. Also, ich glaube, das ist eine neue Stage. Sehr coole Stage auf jeden Fall. Falls ihr wollt, dass ich mal Stages bewerte, schreibt es mir doch liebend gerne in die Kommis. Dann mache ich das auf jeden Fall. Ich denke, ich mache es aber, ja, ich glaube, das wird euch gefallen. Ich glaube, ihr habt Bock drauf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. ja, okay. So, jetzt sind wir hier bei der, ja, gelben Stage. Perfekt. So, hier dürfen wir das Laser nicht berühren. Diese Stage ist alt, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, die ist nicht neu. Die hier ist neu. Tatsächlich, die ist wirklich neu. Und das war gerade sehr lost. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, welche Stage ist alles
neu sind. Also ich glaube, das ist die einzigste, also die einzigsten zwei neuen Stages hier im Tower. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich würde sagen, dass ich jetzt noch hier den ein bisschen weiter spiele und dann den neuen ein bisschen spielen werde. Aber dann denke ich, werde ich das Video auch schon beenden. Okay, 9 Minuten. Okay, geht eigentlich. So, also der Tower dauert hier 9 Minuten. Ich denke, ich gehe aber wieder zum Noob Tower, denn dieses Stage hier mag ich überhaupt nicht. Okay, ich würde sagen, dass wir das hier jetzt noch hier zu Ende spielen und dann beende ich das Video. Ich denke aber, ich drehe dann gleich ein neues. Ich muss das hier halt zuerst schneiden und so. Das dauert halt auch wieder etwas, aber dann mache ich dann, denke ich, gleich ein neues Video. Und zwar über einen anderen Tower wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, das seht ihr dann. Oder was komplett anderes, das seht ihr dann einfach. Ich weiß es nicht. So, dieses Stage hier, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Wird auch schwierig, also kann auch schwer sein. Aber wenn man am Rand bleibt, ist sie easy. Wir sind jetzt hier zur blauen Stage gekommen. Okay, Leute, ich dachte mir, ich spiele jetzt doch noch diesen Tower hier ein wenig. Ich werde ihn nicht ganz spielen, aber noch ein paar Minuten. Und ja, ich denke, ich spiele dann jetzt noch so um die 3-4 Minuten. Ich weiß es nicht. Aber sonst geht das Video zu kurz. Ich denke, gerade geht es so um die 7-6 Minuten. Und ich finde das einfach zu kurz, denn ich wollte dieses Video eigentlich etwas länger machen. Deswegen mache ich es jetzt noch ein paar Minuten länger. So, okay. Die Person überholt mich hier fast, aber nur zu. Es nervt mich sowieso, wenn immer so viele Leute vor mir rumgurken. Okay. So, jetzt müssen wir hier lang springen. Oh mein Gott, okay, cool. Okay, so, ich denke, ja, ich spiele das jetzt noch ein paar Minuten. Wir sind hier übrigens bei Lilane Stage, da muss man hier so lang springen. Dann ist hier eine Leiter, jetzt sind wir schon bei der blauen Stage. Ich denke, ich drehe als nächstes Climb Time. Ich finde das Spiel mega cool. Hier dürfen wir die, ja, das gelbe Laser nicht berühren, sonst müssen wir neu anfangen. Ich glaube, ihr kennt Tower Fell. Oh Mann, das war gerade etwas lost, Leute. Okay, ich fange einfach neu an jetzt hier. Ich beginne einfach von vorne. Okay, hier, ich benutze jetzt einfach die ganze Zeit Shift-Lock. Ist mir jetzt egal, ob ich dadurch schlechter, besser, wie auch immer bin. Ich würde sagen schlechter, weil, ja, keine Ahnung, das war gerade sehr lost. Ich wollte, Leute, ich möchte richtig Pro in Tower Fell werden, aber ich bin kein Pro. Ich habe mir mal so ein Video von MGameGirl_HD angeschaut mit sehr, sehr coolen Pro-Tipps. Okay, ich bin jetzt hier bei der lilanen Stage. Ich bin einfach nicht so mega gut in Tower of Hell, aber naja, ich muss mal ein bisschen hier üben. naja, egal. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye!